Die AfD hat in Dresden eine Friedensdemo unter dem Motto »Ohne Frieden ist alles nichts« veranstaltet. Heute möchte ich euch die geniale Rede von Tino Chrupalla präsentieren. Ja, lieber André, vielen Dank für die warmen Worte, für den Empfang. Ja, liebe friedensliebende Dresdner, ich freue mich sehr, dass so viele Menschen hier gerade an so einem geschichtsträchtigen Tag, am Ostermontag hier an einem geschichtsträchtigen Ort in Dresden zusammengekommen sind, um für Frieden zu demonstrieren. Und Jörg Obern hat es schon richtig gesagt. Es ist auch nicht der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, ob man links, rechts oder der Mitte angehört, wie man immer uns in Schubladen stecken will. Wenn man für Frieden auf die Straße geht, ist es völlig egal, aus welchem politischen Lager man kommt. Dann sollten die Menschen zusammenstehen und für Frieden und Freiheit auf die Straße gehen, liebe Freunde. Und gerade Dresden, gerade hier an diesem symbolischen Ort, wir wissen und ihr wisst teilweise noch aus eurer eigenen Vergangenheit, was Krieg bedeutet für die vielen Dresdner, die Dresden wieder zu dieser wunderschönen Stadt aufgebaut haben. Vor 79 Jahren wurde Dresden von Amerikanern und Engländern bombardiert, abertausende unschuldige Menschen, darunter Frauen, Kinder, Flüchtlinge, starben qualvoll in den Flammen des angloamerikanischen Bombenterrors, liebe Freunde. Die barocke Altstadt wurde ausradiert. Dresden hatte keine Militärstützpunkte. Es ging um Moralbombing, so nannte man es. Und auch heute versucht man, Bomben als moralisch zu verkaufen. Heute beschimpfen sie diejenigen, die sich für den Frieden einsetzen, als Extremisten, als Putin-Versteher und Schwurbler. Das kannten wir alles schon mal. Das kannten wir ja vor 2 Jahren aus der Corona-Zeit, wo genau diejenigen, die Kritik geäußert haben, beschimpft wurden, ausgegrenzt wurden. Und heute ist es wieder so, dass diejenigen, die für Frieden auf die Straße gehen, angegriffen werden. Nicht die, die Waffenlieferungen fordern, die weiter Krieg fordern. Die werden gehuldigt von den öffentlich-rechtlichen Medien. Da sieht man, dass in diesem Land was nicht stimmt, liebe Freunde. Und genau diese Kriegstreiber halten die Moral hoch. Sie meinen, sie sind die Mitte. Moral bedeutet aber, sich gemeinsam für Frieden einzusetzen über religiöse und politische Grenzen hinweg. Heute ist Ostermontag und Ostern ist das Fest des Friedens. Und ich bin sicherlich kein Prediger, aber an Ostern darf man schon daran erinnern, dass der auferstandene Jesus seine Jünger mit den Worten begrüßt hat, Friede sei mit euch. Jahrelang gingen die Menschen im Osten für Frieden auf die Straße. In der BRD, genauso in der DDR, an Ostern sind die Menschen auf die Straße gegangen, um für Frieden zu demonstrieren. Und es war auch sinnvoll und richtig, wie man heute ja sieht. In meiner Kindheit herrschte Frieden in Deutschland, auch wenn Deutschland gespalten war. Wir wollen, dass unsere Kinder und Enkelkinder in Frieden leben können. Dafür setze ich mich als Politiker auch ein. Und wir wollen die Spaltung zwischen Ost und West in Europa endgültig überwinden. Und dazu müssen wir die Kriegstreiber und Kriegsprofiteure, egal ob durch BlackRock oder Rheinmetall, aus den Parlamenten schicken, durch demokratische Wahlen, liebe Freunde, für den Frieden, für die Freiheit, für den Wohlstand. Und unser Alleinstellungsmerkmal als Partei ist es, und dafür haben wir hart gekämpft, als Friedenspartei uns zu etablieren. Wir haben gleich erkannt, wenn wir uns an die Ukraine-Krieg und wenn wir uns in diesen Krieg einmischen, gefährden wir die Sicherheit und den Wohlstand in unserem Land. Und genauso ist es eingetreten. Habecks Wirtschaftskrieg. Die Energie hat sich verteuert und ist verknappt. Deutschland steckt in der Rezession. Die Unternehmen wandern ab. Massenhafte Entlassungen ist das Ziel bis jetzt, was durchgesetzt wurde, ohne dass man der Bevölkerung erklärt, wozu das eigentlich alles dienen soll. Die Ampelkoalition will Deutschland zur Kriegspartei machen. Über 12.000 Bundeswehrsoldaten üben mit 10.000 Soldaten anderer Staaten den Kriegsfall. Quadriga 24 nennt man diese Übung. Und sie soll natürlich das deutsche Nationalsymbol symbolisieren, soll deutsche Interessen vortäuschen. Kriegsgetrommel und Säbelgerassel sind nicht im Interesse deutscher Bürger, liebe Freunde. Dagegen müssen wir uns wehren.
Und wir lassen uns nicht von einer Bundesregierung und auch nicht von einer Pseudo-Opposition wie die CDU. Denn eins müsst ihr wissen, liebe Freunde, wer Friedrich Merz wählt, wer die CDU wählt, wählt den Krieg, nichts anderes. Es ist ein größter Kriegstreiber, den es mittlerweile in Deutschland gibt. Und genau diesen Kriegstreibern müssen wir Einhalt gebieten. Überall hört man nur noch Krieg, Krieg und nochmals Krieg. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD will die Bundeswehr in 5 bis 8 Jahren kriegstauglich machen. Der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber fordert Kriegswirtschaft mit Vorrang für Waffenproduktion. Kriegswirtschaft bedeutet, Waffenproduktion ist wichtiger als die Wertschöpfung für die Bürger, liebe Freunde. Der Gesundheitsminister Lauterbach will das Gesundheitswesen auf Krieg umstellen. Er sagt, es müsse jeder Arzt dann auch wissen, was zu tun ist. Lieber Herr Lauterbach, es wäre schon schön, wenn jetzt der Arzt wisst und weiß, was zu tun ist. Und deshalb muss diese Kriegstreiberei gestoppt werden. Und das Schlimme, auch Bildungsministerin Stark-Watzinger will Zivilschutzübungen und Jugendoffiziere an den Schulen etablieren. Sie sollten sich lieber für die Völkerverständigung einsetzen, liebe Freunde. Und da sage ich ganz einfach, Kinder haben nicht den Zweck, der Ideologie zu benutzen. Kinder, weg, hohen Hände weg von unseren Kindern, was hier aktuell getrieben wird, auch was ARD und ZDF treibt im Kinderkanal, wo Taurus als Marschflugkörper in Spielfilmmodellen dargestellt wird. Das dürfen wir unseren Kindern nicht zulassen. Unsere Kinder müssen wir schützen vor diesen Kriegstreibern, liebe Freunde. Und wenn wir bei den Kriegstreibern sind, die größten Kriegstreiber, und André Wendt hat es gesagt, die sich früher noch als Friedenspartei etabliert haben, keine Waffenlieferung in Kriegsgebieten, das war die Losung gewesen der Grünen. Das sind die Grünen. Die Außenministerin Annalena Baerbock fordert schon seit einem halben Jahr Waffen mit Reichweiten für die Ukraine, damit deutsche Waffen Russland treffen können. Parteifreund Robert Habeck will, dass sich Deutschland auf einen Landkrieg vorbereitet. Das heißt, nicht mehr Krieg im Irak oder in Afghanistan, sondern bei uns in Deutschland. Roderich Kiesewetter, der schlimmste Kriegstreiber der CDU, will den Krieg nach Russland tragen. Und das ist ja teilweise schon gelungen, liebe Freunde. Friedrich Merz will Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern, mit denen die Krimbrücke beschossen und zerstört wird. Wir müssen die Bürger wecken, liebe Freunde, damit sie diesen Schlafwandlern und Albtraumtänzlern nicht in den Abgrund folgen. Das ist unsere Aufgabe als Friedenspartei, als AfD. Und deshalb kann ich nur sagen, wer im September die AfD wählt, der wählt auch den Frieden und setzt dieses starke Zeichen. Und wir stehen vor allem für ein souveränes Deutschland, liebe Freunde. Deutschland muss selbst über seine Politik bestimmen können. Und derzeit ist es eben nicht der Fall. Das zeigte ja der Anschlag auf Nord Stream, der endlich lückenlos aufgeklärt werden muss, liebe Freunde. Darüber schweigt man sich tot und daran sieht man, wer der Verursacher ist. Und wir werden niemals vergessen, wie US-Präsident Biden kurz vor dem Ukraine-Krieg ankündigte, Nord Stream bei einer Invasion Russlands zu stoppen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Donald Trump Nord Stream nie wollte, die Betreiberschiffe sanktionierte, die Rohre verlegen wollten. Und neben der gesprengten Pipeline wurde eben kein Pass gefunden. Aber wir ahnen, welcher Nationalität dieser Pass haben hätte können, wenn ein Pass neben der gesprengten Pipeline gefunden würde werden, liebe Freunde. Und was sehen wir jetzt? Die USA wollen sich jetzt aus dem Ukraine-Krieg zurückziehen, weil es so teuer ist. Auch weil dort die Bevölkerung sagt, wir brauchen die Steuergelder in unserem eigenen Land. Wir wollen, dass die Steuergelder der Amerikaner im eigenen Land bleiben. Ja, auch das wollen wir, liebe Freunde, wenn wir uns anschauen, was dieser Krieg, was dieser Ukraine-Krieg uns mittlerweile gekostet hat. Und da sage ich ganz deutlich, die Ukraine ist nicht das 17. Bundesland Deutschlands, liebe Freunde. Das Geld, das hart erkämpfte Steuergeld muss in unserem Land bleiben. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, 6 Milliarden Euro
Bürgergeld für eine Million Ukrainer jährlich. 22 Milliarden Euro Militärhilfe seit Kriegsbeginn, die Steuerzahler, die Deutschland bezahlt hat. 19 Milliarden über EU-Hilfen an die Ukraine. Und weitere 200 Milliarden sind schon eingeplant, wirtschaftliche Kosten für den Ukraine-Krieg, die Deutschland mit der EU zahlen soll. Liebe Freunde, dieses Steuergeld ist für unsere Kinder, ist für unsere Rentner, ist für unseren Mittelstand, für unsere Bauern, für unsere Handwerker. Und deshalb muss klar sein, wer Kriegspartei ist und welche Kriegspartei eben nicht aus Deutschland kommen sollte. Gerade wir haben eine historische Verantwortung. Und ich sage auch eins, wir haben den Ersten Weltkrieg verloren, wir haben den Zweiten Weltkrieg verloren. Wir werden auch keinen Dritten Weltkrieg gewinnen, liebe Freunde. Und wir wollen keinen Krieg in Deutschland. Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Das haben wir in der Schule gelernt und das ist auch immer noch richtig. Und wir sehen es in vielen Bereichen, die Welt verändert sich rasant und wenn wir die Chancen, die sich bieten, nicht ergreifen, werden es auch andere tun. Infrastruktur und Verkehrswege verbindet frühere Feinde durch friedlichen Handel. Das muss immer unsere Ägide sein und unser Auftrag sein. Nicht alle Menschen müssen ein und derselben Lebensweise folgen, aber alle Völker können sich gegenseitig respektieren. Freier und friedlicher Handel mit Europa, mit allen Ländern dieser Erde, das muss die Aufgabe einer Bundesregierung sein, damit man sich aus kriegerischen Verhandlungen heraushält. Das muss das Ziel sein einer Bundesregierung und darauf müsstet ihr, liebe Wähler, achten, nur solche Bürger zu wählen, die sich für Frieden und Freiheit einsetzen in diesem Land. Das ist die Aufgabe der deutschen Bevölkerung und ich bin froh, dass immer mehr Bürger aufwachen und auch diesen Politikern die Chance geben, sich für das deutsche Volk einzusetzen. Und deshalb nochmal zum Abschluss. Und Sie sehen es, wie viele Menschen hier sind und welche Menschen für Krieg wahrscheinlich demonstrieren, die was gegen Frieden haben. Wir alle haben Erfahrungen gemacht aus unserer Vergangenheit. Ich habe selbst als Familienvater von meinen Großeltern gehört, wie schlimm der Zweite Weltkrieg war. Meine Großeltern sind nach Dresden geflohen, haben hier den Krieg, haben hier die Bombardierung überlebt. Und ich sage diesen Kriegstreibern, Baerbock, Strack, Zimmermanns, Kiesewetter, Merz, unsere Kinder kriegt ihr nicht. Das muss das Ziel sein. Und was wir aus der Geschichte gelernt haben, das sollte auch klar sein, dass es Deutschland immer gut ging, wenn man gute Beziehungen auch mit Russland hatte, wenn man sich für Frieden und Völkerverständigung eingerichtet hat. Und ich kann euch eins versprechen, mit der AfD und wenn die AfD regiert, wird es auch wieder Gas geben für 4 Cent die Kilowattstunde. Denn Nord Stream wird wieder aufgebaut, weil das ist unser Rückgrat für unsere Energieversorgung, für unsere Wirtschaft, für unseren Mittelstand, liebe Freunde. Und deshalb zum Schluss, Schluss mit der Kriegstreiberei, setzen wir uns weiter für Frieden ein, auch wenn man beschimpft wird. Und noch einen Punkt an die öffentlich-rechtlichen Medien, die permanent Politiker einladen, die nur von Krieg schwadronieren, die uns an die Front schon schicken möchten, die unsere Kinder indoktrinieren. Lasst die Finger davon, die Menschen und die Bürger in diesem Land können klar denken, berichtet endlich wertneutral und lasst uns mit diesem Krieg außen vor. Wir brauchen Frieden in Europa und das solltet ihr jeden Tag im Fernsehen vermitteln. Vielen Dank, liebe Freunde.